Nachdem ich in den letzten Tagen Videos über Jaylen Brown und Christian Wood, zwei frühe MIP-Kandidaten, gemacht habe, muss heute natürlich ein weiteres von eben so einem Kandidaten folgen. Ein paar von euch haben es sich gewünscht, deshalb heute mal ein Breakdown zum jungen Pacers Big Man Domantas Sabonis. Der 24-Jährige legt Career Highs in allen größeren Kategorien auf, während Volumenwerte wie Punkte und Assists etwas hochgingen, katapultierten seine Effizienzwerte in komplett neue Dimensionen. Sabonis ist einer der Hauptverantwortlichen für den tollen Start der Pacers und er hat sich zu einer Säule in ihrer Offense entwickelt. Was genau macht ihn so wertvoll, wie wird er eingesetzt und in welchen Bereichen hat er sich eigentlich verbessert? Der erste große Unterschied ist sein Dreier-Shooting. Sabonis nimmt doppelt so viele Dreier wie im letzten Jahr und trifft sie auch doppelt so gut. Das wird nicht so bleiben, aber es ist bereits jetzt klar, dass er sich von einem Big, der wirklich kaum geworfen hat, zu einem entwickelt hat, der den Wurf von Downtown auf jeden Fall im Arsenal hat. Das ist nicht nur wundervoll für ihn selber, sondern natürlich auch für die Offense der Pacers, die mit ihm insbesondere auf der 5 ihre 5-Out-Offense mit viel Spacing spielen können. Ich glaube, je weiter wir in die neue Saison reingehen, desto mehr Shooting Gravity wird Sabonis entwickeln und das bedeutet noch mehr Platz für seine Mitspieler. Die erste größere taktische Sache, die das Ganze mit sich bringt, ist, dass man nun immer wieder das Pick and Pop mit ihm laufen kann und das war bisher ein großer Erfolg in diesem Jahr. Die Zahlen bestätigen das, die Frequenz seiner Pick and Pop Aktion stieg von 7% auf 13% an und er kommt so zu einer Menge freier Würfe. Auffallend ist, dass Sabonis in seinen ersten Spielen nahezu komplett darauf verzichtet hat, lange Zweier zu nehmen. Und da kommt die Sache mit den Pick-and-Pops wieder ins Spiel, denn letztes Jahr waren das in den allermeisten Fällen lange Midrange-Würfe, die daraus entstanden sind. Drei Punkte sind einfach so viel mehr wert als zwei und wenn man sich die Shotcharts anschaut, würde man nicht glauben, dass es sich um den gleichen Spieler handelt. Obwohl, man könnte fast schon sagen, Domantas Sabonis ist zu einem anderen Spieler geworden. Das ist halt einfach nicht deine gewöhnliche Hotstreak, die manche Spieler am Anfang der Saison haben. Sabonis Spielweise ist einfach eine andere, es wäre etwas anderes, wenn er genauso spielen würde und einfach besser daran ist. Das alleine wäre natürlich auch schon schön und das stimmt auch so in einigen Bereichen, aber das hier ist einfach anders. Das Schöne bei diesen NBA Breakdowns ist, dass sie immer unterschiedlich sind, weil verschiedene Spieler ganz unterschiedliche Spielweisen und die verschiedensten Stärken und Skills haben, die sie zu etwas Besonderem machen. Bei Domantas Sabonis ist es ganz klar die Spielintelligenz, der Basketball-IQ und die Unberechenbarkeit. Die Pacers scheinen sich da ein bisschen ein Beispiel an Teams wie den Nuggets oder Heat genommen zu haben, denn diese beiden Teams, mehr noch Denver, laufen ihre Offense über einen Big Man. Bei den Pacers ist es nicht so intensiv, Sabonis Usage ist immer noch deutlich hinter der von Adebayo und Jokic und noch nicht auf diesem Niveau. Mit Bam lässt sich das, finde ich, noch eher vergleichen. Es gibt sicherlich Dinge, die Bam besser kann, aber auch Dinge wie Shooting und Postscoring, die Sabonis ein bisschen besser beherrscht. Der 24-Jährige läuft eine Menge Dribble Handoffs am Perimeter, sei es für Shooter oder als Überleitung in einem Pick-and-Roll. Hier merken sie, dass Smart zu hoch verteidigt, weil er sofort ein Handoff und Screen erwartet, das ist dann schön gemacht. Und dass man hier mit einem Punkt hinten und 10 Sekunden auf der Uhr den Ball zu Sabonis gibt, sagt glaube ich alles über seinen Wert bei diesem Team aus. Wundervoller Fake Handoff mit Drive. Die andere viel genutzte Art und Weise, wie Sabonis offensiv Sachen entstehen lässt, ist aus dem Post raus. Mir fällt kaum ein besserer Spieler ein, wenn es um das Passen raus aus diesen Double Teams geht. Bei allem Respekt für Leute wie AD oder auch Embiid, aber das ist hier um Welten besser. Er wartet geduldig, bis der zweite Mann kommt und sie kommen aufgrund seines verbesserten Scorings immer häufiger. Hier wird Sabonis gedoppelt und schaut sich die Lage geduldig an und das macht er so gut. Dieser Schritt hier weg, er zieht seine beiden Verteidiger weiter weg von den anderen, er beschützt den Ball und gibt sich selber mehr Zeit für den Pass und ganz wichtig, er gibt den Mitspielern, diesen vier Kollegen gegen drei Gegner, mehr Zeit, um sich frei zu bewegen. Hier genau das gleiche, schaut mal, wie perfekt dieses Anspiel ist, genau da, wo Barrett nicht rankommt, Turner den Ball aber wunderbar fangen und verwerten kann. Diese scharfen Pässe mit Flugrichtung in Richtung Boden sind saugefährlich.
aber wenn es dann mal höher sein soll, ist das natürlich auch kein Problem. In dieser Szene gegen Boston vermasseln die beiden den Switch und das wird sofort bestraft. Und in diesen beiden Sequenzen bekomme ich heftige Nikola Jokic-Vibes, ihr doch auch, oder? Sabonis gehört außerdem zu den besten Short-Roll-Passern der Liga, schaut, wie er hier abstoppt, um kein Offensivfoul gepfiffen zu bekommen. Hier fast identisch gegen die Knicks ein paar Minuten später. Das alles macht Sabonis zu einem der besten Passer, die es auf den großen Positionen in der NBA gibt. Er sieht Plays schon, bevor sie entstehen, schaut voraus, hat klasse Timing, ich liebe diese Art Spielertypen. Nun wird es richtig gut, denn das Highlight des Videos kommt erst noch. Sabonis in Korbnähe zu verteidigen ist ein absoluter Albtraum, nicht weil er stärker oder athletischer als alle anderen ist oder einfach geskillter. Nein, Sabonis spielt smarter als seine Defender, das ist der Schlüssel. Er faked, verzögert, überrascht, ändert Richtung, man weiß nie, was er als nächstes vorhat. Hier, Jab, Step, Fake, er faked den Korbleger und Drummond fällt komplett darauf rein. Ähnlich in dieser Szene gegen Cleveland, zuerst der Spin-Move, dann der Fake. Alleine aus dem Cleveland-Spiel gibt es so viele Szenen, wo er einfach geschickt zu Punkten kommt. Sabonis geht über ein Backscreen, das schreit schon nach Block, wenn ich hier an dieser Stelle mal anhalte. Der Big Man hat aber die Übersicht und Geduld. Hier der Spin, Fake und Spin wieder zurück. Er liebt es, den Ball zu zeigen, die Shotblocker-Instinkte seines Gegners zu triggern. In diesen beiden Szenen im vierten Viertel gegen die Celtics sieht man dann, warum Sabonis immer häufiger gedoppelt wird. Das Double Team kommt und normalerweise ist der Pass raus sicherlich die erste Wahl. Sabonis spürt aber, dass Thompson ihm versucht die Mitte dicht zu machen, er sich aber einfach rechts an ihm herum spinnen kann. Und auch im nächsten Angriff hat Tristan nicht den Hauch einer Chance, weil Sabonis Spin Move einfach zu gut ist. Ich meine, wie viele Spieler, die nicht Giannis heißen, können das bei dieser Größe? Was Domantas Sabonis für mich aber so besonders macht, ist seine Vielseitigkeit, ob er nun wie ein klassischer Big im Pick and Roll agiert oder seine Guard Skills zur Schau stellt oder sich klug abseits des Balles bewegt. Nun, wie geht es weiter für ihn? Sabonis wird zwangsweise mehr Aufmerksamkeit bekommen und dann ist die Frage, ob er seine Effizienz halten kann. Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, so etwas wie ein Pull-Up-Jumper, vielleicht ein Fadeaway zu entwickeln. Versteht mich nicht falsch, der 24-Jährige hat noch eine Menge Dinge, an denen er arbeiten muss, was aber auch normal ist in diesem Alter. Und man darf nicht vergessen, dass nur weil diese Dinge in ein paar Regular-Season-Spielen gut funktionieren und Sabonis in der Lage ist, wirklich gut auch für Mitspieler zu kreieren, das nicht auch gleichzeitig bedeutet, dass er das in den Playoffs gegen Top-Teams kann. Was mich interessiert ist, wie hoch sein Usage-Rate noch gehen kann. Er ist jetzt ungefähr auf dem Level von Bam letztes Jahr, aber das war auch für Adebayo noch nicht das Maximum. Wie viel Lasten- und Shot-Creation-Aufgaben kann er also übernehmen und dabei effizient bleiben? Ich glaube, da hilft ein Blick auf die anderen genannten Spieler, allen voran eben Adebayo, aber auch Jokic. Was Jokic so gefährlich macht, sind zwei Dinge. A, du musst ihm extrem viel Aufmerksamkeit schenken als Defense und die bestrafen wenige so gut wie der Joker. Er killt dich im Post, wenn es eine Single Coverage gibt und er ist in der Lage 30 Punkte pro Spiel zu machen, wenn du versuchst sein Passing einzuschränken. Da ist Sabonis noch weit weg von entfernt und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass er mal dieses Niveau erreicht. Aber wie nah kann er daran rankommen? Die zweite Sache bei Jokic ist, dass man mit ihm und Murray ein Two-Man-Game wirklich melken kann, also immer und immer wieder laufen kann, wann man will, gegen wen man will und meistens ist das wunderbare Offense. Kann Sabonis mit einem Kollegen, vielleicht Oladipo, so etwas entwickeln, so ein Go-To-Play in den verschiedensten Variationen, etwas Fundamentales, was einfach immer zugänglich ist? Das würde die Pacers nämlich auch um einiges gefährlicher machen im Osten. Also, wie gesagt, was er bisher gezeigt hat, war fantastisch, nun gilt es aber darauf aufzubauen und zu schauen, wie viel da noch nach oben geht.
An der Stelle noch der Hinweis, wer Bock hat, mich etwas finanziell zu unterstützen, jedes Video 24 Stunden eher zu sehen, 3 extra Breakdowns im Monat zu bekommen und als Willkommensgeschenk ein gratis Improve-Shirt, der kann gerne Kanalmitglied werden. Über den Link in der Bio kommt ihr hin. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!